Schnell 10 Kilogramm abnehmen. So schaffst du es wirklich schön, dein Bauchfett loszuwerden und auch dieses Jahr deinen Traumkörper zu erreichen. Es ist gerade Januar und du willst vielleicht für dieses Jahr wirklich dann endlich deinen Traumkörper haben, dich im Sommer wieder wohlfühlen, Bikini, Klamotten anziehen, wo du Bock drauf hast. Du willst vielleicht 10, 15 Kilo loswerden und hast keinen Bock dafür, ein halbes Jahr, ein Dreivierteljahr zu brauchen, weil dann ist es schon zu spät, sondern du willst es schnell machen. In dem Video verrate ich dir, wie du es wirklich schaffen kannst, 10 Kilogramm abzunehmen, ohne wirklich viel Sport zu machen. Deswegen pass auf jeden Fall auf. Also der erste Punkt, um schnell 10 Gramm abzunehmen, ist wirklich dann auch möglichst wenig Sport zu machen. Ja, das hört sich jetzt vielleicht komisch an, aber es ist wirklich so. Mach bitte möglichst wenig Sport und zwar möglichst wenig von sowas wie Cardio, Joggen gehen, was auch immer. Weil man überschätzt es übertrieben, wie viel das wirklich bringt. Das bringt wirklich kaum was. Wenn du eine Stunde joggen gehst, verbrennst du vielleicht 300 Kalorien. Auf der anderen Seite, wenn du ein paar Änderungen mit der Ernährung machst, ein paar Sachen einsparst, dann wirst du 500 Kalorien mehr verbrennen oder 800 Kalorien mehr verbrennen. Das macht also viel, viel mehr aus. Das große Problem ist nämlich, wenn du denkst, dass Sport dir extrem hilft, mal abzunehmen, dann wirst du natürlich sehr fleißig Sport machen. Du wirst vielleicht ins Fitnessstudio gehen, du wirst aufs Laufband gehen, du wirst bei so einem kalten, nassen Wetter nach draußen gehen, wirst dich zum Joggen zwingen, obwohl du eigentlich gar keinen Bock drauf hast und denkst, es wird viel bringen, dann machst du es 2-3 Wochen, musst dich extrem anstrengen, musst extrem verzichten, es nervt dich und du siehst nicht mal die Erfolge. Das heißt, du merkst, hey, der Bauch wird nicht flacher, die Beine werden nicht schlanker, du nimmst eigentlich kaum ab und denkst dir dann, hey, es bringt eigentlich kaum was und dann verlierst du die Motivation. Du wirst demotiviert und wirst dir denken, hey, wofür mache ich das Ganze und gibst dann auf. Vielleicht hast du diese Phasen schon mal erlebt, das ist immer so ein Rauf und Runter. Das ist einer der Gründe, warum 90% der Leute es nicht schaffen abzunehmen und warum es bei so vielen Leuten immer so ein Rauf und Runter ist, weil sie wirklich es nicht hinkriegen, ein Konzept zu haben, was in ihren Alltag reinpasst und was ihnen Spaß macht. Und das ist auch nämlich der zweite Punkt. Du brauchst ein Konzept, gerade was die Ernährung angeht, was in deinen Alltag reinpasst. Wenn dir jetzt jemand sagt, hey, mach mal jetzt wirklich 3 Monate Low Carb, mach Ketogen, mach irgendeine Diät, vielleicht Saft fassen, weniger essen, dann ist es nicht dauerhaft durchhaltbar. Du wirst es vielleicht ein paar Wochen durchhalten, aber nicht auf Dauer und dann wirst du wieder rückfällig werden. Du wirst diese Schwankungen haben. Wenn du eine Ernährung machst, dann frag dich immer, kann ich sie theoretisch für den Rest meines Lebens durchhalten? Und wenn die Antwort nein ist, dann kannst du es direkt sein lassen, weil du es dann nicht dauerhaft durchhalten wirst. Das heißt, du brauchst ein Konzept, was dir erlaubt, satt zu werden, was dir erlaubt, immer noch mal Sachen zu essen, die du gerne magst und was für dich einfach durchhaltbar ist. Weil dann wirst du es auch länger als 2-3 Wochen durchhalten. Du wirst dranbleiben, du wirst sehen, hey, es bringt was, du siehst also Erfolge und dann wirst du auch durchziehen und es wird am Ende auch dauerhaft halten. Als drittes solltest du bitte nicht darauf hoffen, dass dir irgendwelche Supplemente, Nahrungsergänzungsmittel, Produkte, dass die dir Erfolge bringen. Du brauchst gar keine Supplemente oder irgendwelche Produkte. Vor 10 Jahren gab es kaum sowas und trotzdem hatten sau viele Leute den flachen Bauch. Das ist ein sehr großes Problem, wenn du denkst, dass diese Produkte dir Erfolge bringen. Das heißt, du nimmst die Produkte, denkst dir, hey, es bringt wirklich was, investierst Geld, Zeit, nimmst die auch regelmäßig und merkst, hey, irgendwie tut sich gar nicht was. Ich nehme vielleicht ein Kilo ab, aber das Bauchfett bleibt immer noch. Und dann zweifelst du. Dann denkst du dir, hey, vielleicht liegt es einfach an mir. Vielleicht bin ich einfach jemand, der nicht abnehmen kann. Weil du siehst diese ganzen Influencer, ja, und siehst, hey, die nehmen diese Produkte und die haben ja alle einen super flachen Bauch. Du nimmst die Produkte auch und hast keinen super flachen Bauch. Dann denkst du dir, es muss ja an dir liegen und dann gibst du auf. Und dann wirst du frustriert. Und das nervt mich einfach, weil das kompletter Quatsch ist. Du brauchst gar keine Produkte. Alles, was du brauchst, hast du gerade selber. Deswegen lass dir das bitte nicht einreden. Jetzt fragst du dich halt, okay, wie macht man das mit der Ernährung denn jetzt, Henry? Woran liegt's? Es gibt zwei Dinge, die wichtig sind. Das erste ist, du musst wissen, was dein Körper braucht. Du musst genau wissen, wie viele Kalorien brauchst, wie viele Proteine, Kohlenhydrate und Fette. Wenn du das nicht weißt, dann funktioniert es nicht. Das ist die Wissenschaft, die Biologie, das muss stimmen. Das können wir natürlich als Experten für dich machen. Da hilft dir auch kein Rechner wie Yapzio, MyFitnessPal oder irgendein Rechner im Internet, weil der kennt deinen Körper nicht. Und das zweite ist, du musst wissen, okay, was ist in dem Essen drin, was du isst? Was ist in den täglichen Sachen drin? Wie viele Kalorien sind da drin? Und so weiter und so fort. Frag dich, was hast du gestern zum Abendessen gegessen? Wenn du mir nicht genau sagen kannst, wie viele Kalorien da genau drin sind, wenn du das nicht genau sagen kannst, dann hast du ein großes Problem. Das musst du wissen. Und das musst du natürlich nicht alleine herausfinden, das können wir dir bei helfen. Deswegen lade ich dich jetzt gerne ein, das erste Schritt. Jetzt unter dem Video auf den Link auf www.henryzell.com. Mach gerne einen Termin aus für ein kostenloses Erstgespräch. Da sprichst du mit mir persönlich und einem Experten aus meinem Team. Wir schauen, wo du stehst, was jetzt hier ist und ob wir vielleicht auch helfen können, deinen Traumkörper zu erreichen. Deswegen mach das jetzt auf jeden Fall, wie ich das sage. Mach ein Video Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Mal, dein Henry und ciao.